guten Tag. Du hast geschlafen nach der Nachricht gestern. Nach welcher? Na ja, Crash. Hallo Jurek. Tag. Bitte? Nach dem Crash. Ja, war natürlich schon, also ich war schon schwer genervt, ne? Weil wir jetzt ja wieder nicht fahren konnten und so, und das ist natürlich ätzend, aber ja, so ist das halt manchmal, ne? Jetzt gucken wir mal, wie es wird. So, hier liegen die Reste. Das ist jetzt das erste Mal für mich, dass du auf der Strecke fährst, oder? Ja. Warte mal kurz, ich bring mal meinen Kram hier eben weg. Sag mal, der Helm braucht auch dringend ein Design. Ja, definitiv. Das sieht ja furchtbar aus in Schwarz. Sollen wir da so eine Design-Challenge vielleicht starten? Ja, ich habe ja in unserem Trackwalk-Video schon danach gefragt. Es wäre doch irgendwie witzig, wenn ihr mir helfen würdet, mein Helmdesign zu gestalten, oder? Ich weiß noch nicht, ob wir komplett auf einem weißen Stück Papier anfangen oder ob ich quasi mein Grunddesign vorgebe, also ne, die Outlines, die grundsätzlichen Linien, und ihr da drin rummalen könnt. Das muss ich mir noch überlegen. Aber die Idee finde ich nicht schlecht. Was sagt ihr dazu? Haut doch mal in die Kommentare, ob ihr das lustig findet oder ist das affig. Nur kurz, das ist jetzt nicht das erste Auto mit Schaden. Da gab es jetzt andere. Jota. Ja, unser Freund, ja genau. Derjenige, der uns im Rennen 2 in Dubai rausgekickt hat, der hat auch heute Morgen, der ist richtig eingehämmert. Also, da können wir auf Holz klopfen, dass sie unverletzt sind, die Jungs. Also das war schon heftig. Der ist so hart eingehämmert, dass das Getriebe vom Motor abgerissen ist. Also das war schon heftig. Ja, und hier unsere Jungs. Guck dir das mal an. Als wäre nichts gewesen, oder? Nee. Geil. Aber die waren noch bis 3 Uhr am Abend. Ja, die haben richtig, richtig brennen lassen. Total geil. Ja, mega Truppe. Sag mal, die reparierten Teile, was machen die für einen aerodynamischen Einfluss? Ja, gar keinen, weil die sind ja top repariert. Also hier sieht man zum Beispiel, ne, gut ein bisschen was geklebt und so weiter. Hier haben wir jetzt noch so eine kleine Welle drin, aber ist egal. Aber das ist 1A, würde ich sagen, oder? Philipp hat gerade gefragt, wofür die Bremsscheiben hier so fancy angemalt sind. Das sind so Temperaturfarben, also die werden angestrichen hier an den Bereichen und dann kannst du quasi über die Veränderung der Farben ablesen, wie heiß die Bremsen geworden sind. Weil du hast hier keinen Sensor, der dir das anzeigt. Das ist vom Reglement her nicht erlaubt. Und ja, deswegen hast du eben diese Farbmarkierung. Ziemlich oldschool, aber funktioniert super. Also letzte freie Training, jetzt im Dunkeln, bin echt gespannt. Wir haben ja beide erst ungefähr 12 Runden oder was gefahren. Haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Also, ich hoffe, dass wir jetzt einiges abarbeiten können und dass es dann nach vorne geht. Schön hier. Duftet auch gut. Herrlich. Gehen hier ab. Ich bin Hobbygärtner, wusstest du das noch nicht? Oder? Ich kenne mich aus. Leider Läuse. Aber ansonsten. Wie war's? Scheiße, es war kacke. Die paar Tage hängen hinterher, ha? Ja, also wir haben ja nur 2 freie Trainings gehabt. Und die Konkurrenz 6, merkt man, ne? Ja. Also manchmal fahre ich die lange gerade runter und denke mir so, Alter, was fährst du dir für eine Scheiße zusammen?
Das ist echt irgendwas richtig krasses, ist der Drop. Neues Rad, gebrauchtes Rad. Das sind einfach mal 5 Sekunden oder so. Geisteskrank. Also ich denke mal, wir werden es so machen, dass der Leo morgen das Qualifying fährt und ich fahre wieder den Start. So gleich mal überlegen. Aber es ist halt schon echt, ich hatte auch eben nach dem freien Training gar keinen Bock zu reden. Ich war so genervt. Mann, mich ärgert das alles. Nur weil dieser Vollpfosten uns am Sonntag in die Karre gefahren ist, ist alles scheiße jetzt. So, aber man darf jetzt nicht alle jetzt nur sagen, ja, hey, weil er das gemacht hat, sind wir jetzt so scheiße, sondern das ist so ein Abwärtsstrudel. Ja, so, dadurch, aber ich meine, das passiert, genau, er hat uns abgeschossen, dann dadurch hatten wir eben das Kupplungsproblem, ja, Kupplungsschaden. So, dann ist der Leo rausgefahren, kurz vor Ende der zweiten Session, hat sich gedreht, was nicht schlimm ist, das passiert halt einfach. Und dann kommt der nächste Blinde und fährt einfach auf den zu und ballert den komplett weg. Also, ja, passiert ist eben so, kannst nichts machen, aber es nervt. Es nervt, ich sehe nicht, dass wir irgendwie besser als Platz 9 oder 10 sein werden im Qualifying. Heißt, wir starten irgendwie von 9 und 10 oder 9 oder 10. Erfahrungsgemäß ist es immer so, wenn du 4 Rennen hast, dann sind Rennen 3 und 4 halt immer krasser als 1 und 2. 1 und 2 sind alle noch so ein bisschen vorsichtig und so weiter und dann 3 und 4 fangen sie langsam an durchzudrehen. Wenn ihr heute, glaube ich, 7 Mal rot oder so. Er wieder, ey. Jedes Mal, wenn wir drehen, kommt er mit seinem Sackkarren hier vorbei. So eine Ameise. Ja, die Jungs von Walkenhorst brauchen Teile. Bacht brauchen die, Bacht. Arrivederci, ich habe gerade einen Espresso getrunken, der war auch scheiße. Ja. Warum muss denn die fröhliche Stimmung? Ich muss jetzt, die ist gerade, die muss mal gucken, die ist gerade da in die Richtung gelaufen. Ich muss mich jetzt hier um mein Blumenbeet kümmern. Alter Tulpenplantagenbesitzer, damit hier alles läuft. Sag mal, ist das normal für einen Rennfahrer, das so vorzubereiten? Ja, aber die geben es alle nicht zu. Boah. Nur so wird man schnell. Die richtige Ernährung macht, ne? Ja, das ist Nervennahrung. Dirk, stehst du wie immer? Boah, Alter, ein bisschen reicht, glaube ich auch. Wie ist die Stimmung? Gut. Ach, der filmt immer noch. Ich gehe jetzt weg, ich bin am Tanzen. Ach, herrlich, da müssen die Jungs sich noch dran gewöhnen. Nee, Stimmung ist gut. Ja. Die Jungs haben mir alles gegeben, geschraubt wie die Wilden. Auto steht da wie eine 1. Jetzt haben wir noch, war noch das Radlager lose. Ja, genau, vorne rechts Radlager, haben wir, also beziehungsweise Radträger, Radlager war beschädigt. Haben die uns auch noch wieder parat gemacht. Also geschraubt haben die definitiv genug jetzt in den 2 Wochen. Reicht jetzt auch. Jetzt ist Qualifying, genau. Wir haben noch ein Defizit zwischen Sitz und Lenkrad. Ja? Also wir Fahrer kommen noch nicht so ganz zurecht, aber... Aber woran liegt? Hast du so viel Respekt vor der Rennstrecke, oder? Nee, Respekt. Oder? Ja, nee, Respekt ist das falsche Wort. Es ist einfach schwierig zu fahren, ne? Wenn du dir da die Fernsehbilder anguckst, dann denkst du, ja, fährst du da ein bisschen rechts, links, hier geradeaus, links, rechts, ja, kein Thema. Das ist alles nicht so einfach. Also, da musst du schon ein bisschen mit Kopf dran. Willst du an deinen Arbeitsplatz? Nee, ist okay. Ich blockiere hier einfach mal den Arbeitsplatz vom Joachim. Bewertung? Nein. Das war ein Cappuccino, weil der Espresso ist furchtbar. Cappuccino ist okay, vor 10 Uhr kann man das machen. Wann ist denn jetzt der schnellste Runde erreicht? Also wann ist das ideal? Jetzt noch, wo es kühl ist? Oder? Ja, ich denke mal so 4. Runde. Die Jungs hier fahren, das wird die schnellste sein. Jetzt im Qualifying. Danach ist der Drop zu krass.
10. Du hast genauso, wie ich gesagt habe, ne? Also, wenn du nur 2 Trainings anstatt 6 hast, dann kannst du einfach nichts reißen. Ich denke, das ist auch jedem klar, aber trotzdem ist das natürlich dann deprimierend, wenn du dann doch, oder wenn du dann die finale Zeit siehst und die ist halt einfach scheiße. Na gut, man darf sich kein Wunder erhoffen. Nee, klar, aber ich sag ja, du weißt es vorher, aber es ist dann trotzdem deprimierend, wenn du es siehst, ne? Leo hat alles gegeben, gucken wir mal. Also, ich denke, das wird ein Desaster. Startest du? Ja. Na, wie war's? Ja, mal gucken. Also, geht besser, haben noch einen guten Gap nach vorne. Müssen mal gucken, ob wir fürs Rennen vielleicht mal ein bisschen was am Auto ändern. Uns fehlen halt auf jeden Fall jetzt viele Kilometer, die anderen im Training schon fahren konnten. Sowohl für Fahrer als auch fürs Setup. Wir müssen halt jetzt damit leben, müssen gucken, was wir das Beste draus machen. Wir müssen mal gucken, wie viel noch im Auto drin ist. Uns fehlen natürlich auch noch viele Kilometer auf der Strecke, die uns fehlen. Aber grundsätzlich, manchmal Step by Step kommen wir nicht. Ja, praktisch. Ist nicht schlecht, oder? Das sind die arabischen Bauherren, Baumeister, glaube ich. Die sind eine Spur schon weiter als wir. Ja. Sag mal. Wir haben auch hier aktive Bodenbeleuchtung. Je nach Emotion kannst du die dann kippen. Ja, übrigens, aktiv. Ja. Ein Rädchen hat sich auch aktiviert auf der Strecke. Ja, also wir haben irgendwie alle kein Glück. Unser LMP2-Auto hat hinten rechts ein Rad verloren, kann das Team nichts für, das ist ein technischer Defekt, ja, das ist kein Mechanikerfehler oder so, nach 15 Minuten, keiner weiß warum, wieso, weshalb. Ich denke mal, die Radnuss ist gebrochen oder sowas, also, keine Ahnung, was da passiert ist. Also der Calvin hat er trotzdem, hat das Ding in die Box zurückgeschleppt, dann haben die Jungs hinten alles auseinandergebaut, wieder zusammengebaut, Rad drauf und er ist nochmal rausgegangen und war trotzdem halt sofort wieder schnell. Ne? Also bei den LMP2-Autos ist es vorne super eng, da reden wir von Zehnteln. Und ich weiß nicht genau, wie viele Zehntel ihm auf die Pole fehlen, aber ich sag jetzt mal 2. Also wirklich ein Wimpernschlag. Und ja, von dem her... Sag mal, ist das eigentlich deine Villa? Das hier? Ja. Ja. Ich wollte nur kurz noch erwähnen. Weil das hier unten, das ist der Bereich für den Pöbel. Interessant wird es erst oben, aber da kann ich euch leider nicht mit hinnehmen.